Welcome to this tutorial. Willkommen zu diesem Tutorial. Heute arbeiten wir wieder mit einem Zeigewörterbuch in meiner IQ-Reihe. Heute stellen wir W-Fragen. Das machen wir auf Englisch. Wir machen es auf Stufe 1. Das heißt, wir machen die allereinfachsten W-Fragen, die mir eingefallen sind. Und gerade weil die so einfach sind, nutze ich das gleich auch noch für ein paar Worte zum Thema international zuhören. Denn gerade wenn ihr euch so einfach ausdrückt, ist es wichtig, dass ihr mit euren Zuhörern zusammenarbeitet und dass eure Zuhörer mit euch zusammenarbeiten. Gilt andersrum auch für uns natürlich. Wenn wir Besuch haben aus einem anderen Land, müssen auch wir international zuhören. Erstmal zu den Fragen. Erste Frage, ganz klar, ist das Wo. Wo ist das? Where is this? Where is this? Was ist das? What is this? What is this? Wann ist das? When is this? When is this? Wer ist das? Who is this? Who is this? Bei wie haben wir zwei Fragen? Die erste ist, wie funktioniert das? How does this work? Hier haben wir ein echtes Verb, nicht das is von bisher. Work, funktionieren. Und weil wir hier ein Vollverb haben, brauchen wir does. Ne? How does this work? Wenn wir dagegen einfach nur Eigenschaften wollen, dann benutzen wir is. How is this? Wie ist das? How is this? Spätestens hier wird deutlich, wir sind hier wirklich auf einem ganz, ganz einfachen Sprachlevel. Die Frage wird so erstmal euren Zuhörer verwundern. Und deswegen muss euer Zuhörer international zuhören. How to listen internationally. Listen patiently. Ihr müsst als erstes dafür sorgen, dass man euch geduldig zuhört. Man könnte auch sagen, wohlwollend zuhört. Das könnt ihr zum Beispiel mit Ausdrücken aus den einfachen Sätzen machen, aus den Useful Phrases. Sowas wie, sorry, I don't speak English, can you help me please? Und dann auf das Icon oder das sonstige Zeigewörterbuch deuten. Das wäre euer erster Schritt. Und das ist auch wichtig, wenn ihr in einer anderen Sprache unterwegs seid, genau geduldig zuhören. Eventuell müsst ihr da ein bisschen mitarbeiten. Piece it together. Piece ist das Stück, das heißt, setzt es zusammen. Hier müssen Zuhörer und Sprecher zusammenarbeiten, dass ihr irgendwie rauskriegt, was wollen wir hier gerade sagen. Das müsst ihr zusammenpuzzeln. Und das macht ihr natürlich, indem ihr interagiert. Interact. Nachfragen, deuten, auch die Situation beachten, überlegen, was könnte der mir gegenüber jetzt wollen. Alles das ist wichtig, damit eine Kommunikation gelingt. Ist übrigens ein allgemeiner Lebensrat, gilt nicht nur für Auslandsreisen. So, please listen internationally. Please try to speak internationally. Be patient and piece it together.